Willkommen zurück zu Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, 102, Primal Rage. Und Leute, ich war gerade in der Küche und musste an euch denken. Ich habe mir was zu trinken aus dem Kühlschrank geholt und der Kühlschrank war genauso kalt wie eure Kommentare. Hi Malte. Select one of seven ferocious dinosaurs, then pound your opponents into submission as you battle the Earth Dimension. Dieses Earth finde ich auch geil. Blizzard's Freeze, ja, der Freeze. Nee, ich spiele mit Blizzard tatsächlich. Und so weiter. Ja, das ist, ja, wir spielen ein Spiel, das, der Timer ist noch nicht zurückgesetzt. Da freut sich mein Laptop. Das kann sich nur um Stunden handeln, bis der resettet ist. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Boah, ich brauche unbedingt einen Rechner, ne? Das ist lächerlich. Er hat's nicht gemacht. Primal Rage ist, wie man im Hintergrund schon gesehen hat, ein Prügelspiel. Das kommt mir gerade recht. Ich krieg den Timer nicht zurückgesetzt. Achso, ich muss ihn erstmal resetten, gell? Wo es darum geht, mit irgendwelchen Urzeit-Kreaturen aufeinander einzuprügeln. Und das Spiel ist eigentlich ganz... Naja, auf dem Super Nintendo ist es ganz cool, finde ich. Auf dem Gameboy eher so lala. Man sieht's vielleicht schon. Man kann es vielleicht erahnen. Der Sauron ist dabei. Aber auch Diablo ist dabei. Den wirst du auch nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass Diablo dabei ist und Blizzard. Aber ja, es ist ein Prügelspiel mit solchen Viechern. Und das Ziel ist, zu gewinnen. Das Spiel hat aber einen Kniff. Und zwar erstens, zwei sogar. Erstens sind die Special Moves super dumm auszuführen. Man muss für jeden Special Move, muss man immer A und B gedrückt halten. Und dann irgendwie eine Richtungseingabe machen. Das heißt, du kannst dich, während du versuchst, einen Special Move zu machen, nicht bewegen. Und das ist schon ungewohnt. Und was auch noch im Spiel drin ist, ist, dass man keine, nicht endlos Continues hat und man muss gegen jeden dieser Dinosaurier gewinnen und am Schluss gibt es dann so einen Endkampf, wo du nochmal gegen alle Dinosaurier, also ich sage jetzt immer Dinosaurier, aber ihr wisst, was ich meine, am Stück spielen musst, in einem Kampf, quasi 1 gegen 7 oder so. Das ist fair. Ich bin gespannt, wie es läuft. Aber ich denke... Ich kann hier gut cheesen. Mal schauen. Ich starte den Timer. Primal Rage. Press Start. Also, ich habe noch nie so ein liebevoll gestaltetes Optionsmenü gesehen oder generell ein Menü. Man kann sich direkt die Credits anschauen. Also, GG, das war's. Ich drücke lieber nicht auf den Timer, sonst muss ich wieder irgendwas machen. Okay, der Witz ging nach hinten los. Okay. Options. Credits. Ich denke, das sind die Continues. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Von 1 bis 10, aber wir haben 10. Nehme ich. Rundenzeit. 55. Geht hoch bis auf 80. Es geht nicht unendlich. Oder runter auf 30. Ja, wir bleiben bei 55. Difficulty auf 4. Geht runter bis auf 1. Und hoch bis auf 8. Das heißt, wir spielen quasi auf normal. Ja. Start. One player game, one player training. One player game. Also das Spiel leidet unter dem Mortal Kombat Syndrom. Wir haben Sauron. Wir haben Talon. Wir haben Blizzard. Wir haben Chaos. Ich hab den nicht genommen! Ich hab nicht gedrückt. Das hat er automatisch gemacht. Start neu. Okay, geht gut los.
War da ein Timer? Nee, oder? Es gibt Armadon und Diablo. Aber wir nehmen Blizzard. Blizzard ist quasi Sub-Zero. Und wir können unsere Gegner einfrieren und denen dann ordentlich eine Schelle geben. Das ist mein Gameplan. Na, kommt ihr noch mit bei der Action? Es gibt auch Fatalities tatsächlich. Und Fun Fact. Also ich kenne leider die Fatalities nicht von den Eingaben. Aber der Fatality von Blizzard ist wirklich Golden Shower. Wenn man nicht gerade auf dem Gameboy spielt, ist es genau das, was der dann macht. Ich glaube, ich muss das hier nicht weiter erklären. Ich vermute, hier weiß jeder, was eine Golden Shower ist. So wie ich euch kenne. Einfrieren, danach Schelle geben. Hört sich gut an. Mache ich auch immer so. Ist ein guter Tipp für die Arbeit. Dieses Spiel hat ein verstecktes Volleyballspiel und Bowling und vieles mehr als Unlockables. Aber nicht auf dem Gameboy, oder? Ja, eine sehr wertvolle Dusche. Der Gewinner kriegt eine Golden Shower. Ich hoffe, dass wir das so durchspielen können. Okay. Also hier macht er keine Golden Shower, sondern er kotzt irgendwie auf den Gegner. Ist auf jeden Fall auch wertvoll, aber... First Blood, Rage! So, Diablo 4. Die Beta. Falls jemand, upsie, bei Gamepacks nachschauen wollte, wie die Golden Shower geht, dann und hier reinschreibt, dann versuche ich den vielleicht mal. Also im Spiel, ne? Ich sag's nur. Diese Easter Eggs stehen alle auf der Gameboy-Seite des Spiels auf Game FAQs. Ja, da steht auch, wie gesagt, Shiny Moves. Und auch, wie die Golden Shower geht. Okay, Blizzard gegen Blizzard. Die Stimmung ist frostig, aber... Du findest, dass das Spiel gut aussieht? Ja, weiß ich nicht. Das ist eher so... Zu viel gewollt. Zu wenig Möglichkeiten gehabt. Ey! Hör auf, mich einzufrieren! Was ist das denn? Das ist unfair! Bam! Gut. Für mich sehen das aus wie zwei Löwen. Ja, ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Wahrscheinlich halt irgendein Affe. Lustig wird's, wenn wir gegen Chaos kämpfen. Der sieht nämlich identisch aus. Oh shit. Wow. Was hat denn der Wimmo? Ich mach da nichts mehr. What? Oh, jetzt krieg ich auch richtig auf die Schnauze hier. Junge!
Fuck! Oh, er ist ja unbesiegbar! Ey, kein Problem, ich kann auch nicht gut, also was jetzt auch? Ich kann auch nicht gut schreiben, aber mit auch meine ich nicht dich. Okay. Kein Dino-Bowling. War Matt, wenn du gerade Game-FAQs offen hast, kannst du gerade mal in die Move-List schauen von Blizzard auf dem Gameboy, wie die Golden Shower geht. Ich habe jetzt richtig Lust auf eine Golden Shower. Und das ist saugeil. Der Chaos sieht einfach 1:1 so aus wie Blizzard. Das sieht doch nicht gut aus. Oh Gott, was macht denn der? Aber guck mal, es gibt schon Städte, ne? Die kämpfen in irgendeiner Stadt. Ich hoffe so sehr, dass wir mit dieser Strategie hier durchkommen. Aber bisher sieht es ja danach aus. Ich drück und drück und drück. Ich drück und drück und drück. Jetzt mach doch mal den Scheiß. Was denn los? Danke. Ja, ich meine, bei Mortal Kombat war es ja auch mit Reptile, Scorpion, Sub-Zero und so, ne? Die Idee, so diese Charaktermodelle zu recyceln, ist ja nicht neu. Aber trotzdem macht es ja nicht besser. Golden Shower. Da haben wir es doch. Jetzt kommen mal die Informationen, die ich brauche. Chaos raises a leg and urinates on the opponent. The only thing left are the bones. Wie es halt so ist. So, ich hoffe, ich kann Pause drücken, bevor ich ihn ausführe. Ich drücke jetzt einfach mal kurz Pause. Also, hold one and two. Move Control Pad. Stimmt, da steht Chaos. Stimmt, mach. Oh oh. Oder haben die beide Golden Shower? Hold one and two. Move Control Pad down, away, towards, down, towards. Das ist echt lame. Also unten, links, rechts, unten, rechts. So, was? Unten, links, rechts, unten, rechts. Was macht der denn? Wieso schießt der denn? Scheiße. Was schießt der denn? Naja, gut, wir haben ja noch ein paar Versuche. Und mit ein paar Versuchen meine ich glaube, genau einen. Okay, aber läuft gut.
war ein bisschen cheesy. Genau, Blizzard ist ja Sub-Zero des Spiels. Genau, habe ich auch gesagt. Das finde ich sehr gut, dass es den gibt. Okay, das war... Okay, der lebt noch. Also nochmal. A, B halten. Unten, links, rechts, unten, rechts. Wieso schießt er? Okay, das... Scheinbar ist es doch Chaos und nicht Blizzard, der das kann. Ach, geht noch für Chaos. Scheiße. Okay. Final Battle. Jetzt müssen wir nochmal gegen alle kämpfen. Und zwar am Stück. Jeweils eine Runde. Bam. Oh, ich glaube, dein Link wurde gepurcht. Es gibt auf irgendwas, auf wahrscheinlich Pornhub, übrigens eine Kategorie für jeden Charakter und für Blizzard ist dort keiner eingetragen. Du kannst also gleich den Weltrekord dort eintragen. Dann soll ich mal weiterspielen. Also wenn wir es schaffen, zum Beispiel, zumindest. Ja, so Kampfspiele liegen mir einfach. Ich mag die Diversität in meinen Moves. Oh, was macht denn der jetzt? Lass mich doch. Ja, das ist richtig gut, was ich hier mache. Richtig gut, ey. Richtiger Pro-Gamer. Au! Ja, geil. Ey, da kommt der einfach von oben. Was gibt das denn da los? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Genau, eine Spezialität. Ich kann jetzt hier direkt ein Continue benutzen und direkt hier weiterkämpfen. Das ist zum Glück noch halbwegs fair gemacht. Weil sonst wäre der Kampf echt schwer. Muss man leider sagen. Also selbst so. Wer bin ich denn? Okay, der hier. Putz! Ich muss immer umdenken, wenn er die Richtung wechselt. Oh Gott. Oh, was ist denn los? Nice. War's das? Blizzard conquers. Time. You are master of the new earth. Ja, willkommen zurück, Freeze. Zwei Spiele beendet. Ich habe eine great score. Dieses eine Beat'em Up auf PS1 habe ich ganz gerne gespielt.
Da konnte sich jeder Charakter in einen Spezialcharakter in Tierform verwandeln. Sagt mir gerade gar nichts. Ey, das ist mal eine great score, oder? Vor der BASF noch. Oh, okay. Credits. Ja, Malte, war das jetzt eine gute Zeit? Was meinst du? Soll ich Speedrunner werden? Game over. Ja, Primal Rage, ne? Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. Ist, glaube ich, so meine Zusammenfassung. Mit Talon ist der Rekord unter 7 Minuten. Ach, scheiße. Also nicht ganz so beeindruckend, hä? Ah, hier sehen wir Talon. Das ist dieser kleine Raptor. Ja, also ich glaube, das Spiel hat schon Potenzial. Es ist halt auf dem Gameboy, Beat'em-ups sind immer ein bisschen schwierig. Weil man halt nur zwei Knöpfe hat. Und ich, das mit den Special Moves, das fand ich hier echt scheiße. So, du musst halt immer quasi schlagen und treten gedrückt halten. Und musst dann irgendeine Richtungseingabe machen für einen Special Move. Das Gute war, man kann dann Special Moves gut spammen, weil man sich ja nie bewegt. Und kann es immer so, man kann an einer Stelle stehen bleiben und die ganze Zeit spammen. Das habe ich gemacht. Das war erfolgsversprechend. Die Grafik, ich meine, gut, im Stream sah es vielleicht noch ein bisschen besser aus als hier auf meinem Monitor. Aber, es ist ein Spiel zum Vergessen. Im Endeffekt, das ist sehr blass. Aber wir haben es geschafft. Das war Spiel 102. Primal Rage. Und ich mache aber heute nichts mehr. So viel kann ich schon verraten. Ich schau mal kurz in meine schlaue Liste und sehe, der Gerrit ist natürlich da. Ja, vielen Dank für die GGs.